So sieht die perfekte Bewerbung aus personaler Sicht aus. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Sebastian Klenzmann, Gründer, Geschäftsführer der Bewerbungscode GmbH und meines Zeichens ehemaliger Personaler. Und in der Zusammenarbeit mit unseren Akademikern und Führungskräften, die wir eben bei der Jobsuche tatkräftig unterstützen, kommt natürlich im Rahmen unseres Bewerbungscoachings, unserer Karriereberatung, immer wieder die Frage auf: Wie sieht denn eine perfekte Bewerbung aus, Sebastian? Wie muss das Ganze aufgebaut sein, dass man einen Personalentscheider, einen Personaler auf der anderen Seite des Schreibtisches eben damit überzeugen kann? Und im Rahmen dieses Videos werde ich mal auf die drei essentiellen Dinge eingehen, die für mich in der Vergangenheit die ausschlaggebenden Punkte waren, um beurteilen zu können, ob das hier ein interessanter Bewerber, eine interessante Bewerberin ist und die Bewerbungsunterlagen wirklich sehr überzeugend waren. So, und da können wir auch direkt mal durchstarten. Der erste Punkt ist natürlich das Thema des Deckblattes und des Bewerbungsporträts. Das heißt, der kritische erste Eindruck, die sogenannte 5-Sekunden-Regel, die du als Bewerber einfach berücksichtigen musst, um eben nicht auf der Ablage A zu landen für Absage, sondern in den ersten kritischen Sekunden einfach das Interesse des Gegenübers, des Lesers wächst und auch motivierst, dir den Rest der Sachen, der Unterlagen, Lebenslauf anschreiben etc. anzusehen. Und ich sehe das in der, aus der Vergangenheit heraus, wo ich eben für die Bewerberauswahl verantwortlich war, so dass sich sehr, sehr rudimentär nur Mühe gegeben wurde in Richtung Deckblatt, in Richtung Bewerbungsbild und sehr häufig auch der Irrglaube existiert, dass man dort gar nicht so viel investieren muss, also dass man kein Deckblatt braucht, dass man kein außerordentlich gutes Bewerbungsbild braucht und dass es auch so ausreicht, weil die Firmen müssen ja sehen, was man kann. Das sieht man ja alles im Lebenslauf und das sollte ja schon für sich sprechen. Und da kann ich an der Stelle ganz klar sagen, so ist es leider nicht. Denn nicht nur du hast einen guten Lebenslauf, nicht nur du hast mehrere Jahre Berufserfahrung und bist Experte in deinem Gebiet, sondern auch sehr viele andere Bewerber. Und was hier einfach das Zünglein an der Waage ist, für die ersten Sekunden, die sich der Personaler mit deinen Unterlagen beschäftigt, der erste Auftritt und die ersten 5 Sekunden, wenn er deine Unterlagen physisch in den Händen hält oder eben auf dem Bildschirm sich anschaut, dass einfach ein professionelles Bewerbungsbild da ist, was einfach deine Kompetenz auch nochmal unterstreicht und verdeutlicht. Und das Ganze im besten Falle auf einem separaten Deckblatt platziert. Das macht einen sehr, sehr guten Eindruck, wie das Ganze konkret aussehen sollte, wie es nicht aussehen sollte. Das machen wir natürlich auch in unserer Karriereberatung, unserem Bewerbungscoaching mit unseren Akademikern und Führungskräften gemeinsam. Und dann kommen wir eben auch zum zweiten, sehr, sehr wichtigen Tipp und zum sehr, sehr wichtigen Erfolgskriterium, nämlich das Anschreiben. Und das Anschreiben ist unserer Erfahrung nach oder meiner Erfahrung nach als ehemaliger Personaler als zweite Instanz nach dem Deckblatt und nach dem ersten Auftritt das zweitwichtigste Kriterium. Und dieses Anschreiben wird sehr oft auch sehr stiefmütterlich behandelt. Da werden dann die üblichen Standardfloskeln verwendet: Sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich auf und so weiter und so fort. Und es wird sehr, sehr häufig aus der egozentrischen Perspektive berichtet, warum du denkst, dass du der Richtige für den Job bist oder die Richtige. Und das ist 95% der Fälle so, dass sehr, sehr egozentrisch geschrieben wird: Ich habe, ich kann und ich will. Nur das Problem an der Stelle ist einfach im Bewerbungsprozess, dass sich niemand für dich interessiert. Das klingt jetzt relativ hart, ich erkläre dir auch gerne warum. Denn das Anschreiben hat im Wesentlichen nur einen Sinn und ein Ziel. Du sollst kurz und knapp beschreiben, welchen konkreten Mehrwert du fürs Unternehmen, für den zukünftigen Arbeitgeber eben in der Position, auf die du dich beworben hast, stiften kannst. Also welchen Mehrwert bringst du? Und diese Frage, warum sollten wir sie einstellen, welchen Mehrwert bringen sie für uns als Unternehmen mit oder als Bewerber mit, den musst du kurz, knackig und prägnant eben beantworten im Anschreiben und nicht nochmal deinen Lebenslauf, der eine Seite weiter wartet, im Anschreiben wiederholen und verschriftlichen. Ganz, ganz wichtig, hier auf den Mehrwert einzugehen und weniger in selbstbeweihräuchernder Art nochmal seinen Lebenslauf auszuformulieren. Wie das Ganze genau funktioniert, wie das auch in deiner Branche, in deiner Position eben auf Basis dieser Mehrwertargumentation sehr, sehr gut funktioniert, machen wir natürlich auch gemeinsam.
Und da können wir dich in dem konkreten Falle natürlich auch unterstützen. Dann der dritte Punkt, das Thema Lebenslauf. Ja? Und da merke ich sehr häufig in den Vorgesprächen mit unseren Teilnehmern, in unseren geförderten Karriereberatungsprogrammen und unserem Bewerbungscoaching, dass der Irrglaube auch hier rumgeht, dass der Lebenslauf inhaltlich auf eine Seite gebracht werden muss, um es dem Personalentscheider, dem Personaler oder dem Fachverantwortlichen möglichst einfach zu machen, auf einen Blick zu sehen, wie die berufliche Vita des Bewerbers war und eben nicht blättern zu müssen, scrollen zu müssen über mehrere Seiten hinweg. Und das ist meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach kompletter Unsinn. Das ist meiner Meinung nach sogar eine gefährliche Empfehlung. Ich weiß auch nicht, wo sie herkommt, denn der Anspruch des Personalers, wenn er deine Unterlagen sichtet, speziell den Lebenslauf, ist ja, dass er dich möglichst im Detail kennenlernen möchte und im Detail auch abschätzen möchte, ob du inhaltlich von deiner Erfahrung her, deinen Qualifikationen eben auf die ausgeschriebene Stelle passt. Und wie soll er das können, wenn der Lebenslauf nur kurz und knapp auf eine Seite zusammengedampft ist? Funktioniert nicht, ja. Und dementsprechend empfehlen wir auch, gerade bei älteren Semestern mit mehreren Jahrzehnten Berufserfahrung, den Lebenslauf auch ruhig auf 3, 4, 5 Seiten zu strecken, um eben genau das für den Gegenüber zu erreichen, Klarheit und Transparenz für das, was du gemacht hast, für die Erfolge, die du gefeiert hast in der Vergangenheit bei potenziellen oder bei ehemaligen Arbeitgebern und auch aus Transparenzgründen, dass die auch abschätzen können, wie war deine Verantwortlichkeit, wie viele Mitarbeiter hast du geführt, wie war das Umsatz, die Umsatzverantwortung, welche Kunden hast du betreut etc. Und das sind ja alles Informationen, die man im Vorfeld wissen möchte, bevor man dich eben einlädt zum Vorstellungsgespräch, weil sonst muss man ja viel interpretieren. So, und da haben die meisten Personaler und Entscheider eben keine Lust und auch keine Zeit für zu interpretieren, wenn sie nicht alles eben im Detail finden. Und dementsprechend unsere Empfehlung hier, mehr auf das Thema Detail zu gehen als auf das Thema Knappheit und wie das Ganze dann eben konkret in deinem Falle funktionieren kann, wie dein Lebenslauf, dein CV aufgebaut werden muss, damit man eben als Leser sofort versteht, wo du beruflich herkommst und wo du gerne hin willst und wie das Ganze auch mit der ausgeschriebenen Position matchen könnte. Das machen wir natürlich dann auch gemeinsam in unserer Karriereberatung, unserem Bewerbungscoaching und dort gehen wir dann mit der Personalerbrille auf, auch im Detail darauf ein, wie das Ganze aufbereitet werden muss von der Struktur, vom Inhalt des Lebenslaufes, dass der Personaler sich denkt, wow, der oder die, den muss ich auf jeden Fall kennenlernen. Das mal an der Stelle als kleiner Einblick in den Kopf eines Personalers, wie eine perfekte Bewerbung aussehen muss. Und wenn du hierbei gerne Input haben möchtest, dann melde dich da gerne für ein kostenfreies Erstgespräch. Unsere Webseite findest du wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Und dann können wir eben im potenziellen Erstgespräch dann auch herausfinden, wo du beruflich gerade stehst, wo du gerne hin möchtest, wo Fallstricke und Unzulänglichkeiten in deinen Bewerbungsunterlagen sind und können dir hier auch einen konkreten Plan, eine konkrete Strategie in die Hand geben, wie auch deine Bewerbungsunterlagen zukünftig auf Goldstandard kommen und dass du mindestens 30-50% Einladungen zu Vorstellungsgesprächen auf deine Bewerbung bekommst. Das wünsche ich mir für dir, das ist mein Ziel und wenn du hier einfach Interesse daran hast, dass wir uns mal unterhalten, melde dich da gerne bei uns. Bis dahin wünsche ich dir eine erfolgreiche Zeit, viel Erfolg bei deiner Jobsuche und bis zum nächsten Video.